erwarte eure hoheitliche Barmherzigkeit. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Remnant from the Ashes. Wir sind in die Kanalisation abgestiegen und zwar... Ich erwarte eure hoheitliche Barmherzigkeit. Auf der anderen Seite als beim letzten Mal. So ganz habe ich es noch nicht verstanden. Und haben, Monsieur hier getroffen. Du kannst mich nicht erholen. Es ist aber so und ich kann nicht mehr, glaub mir, unbedingt, dann würde ich... What the f... Okay, ich hatte gedacht, dass wir mit ihm reden können, aber er ist offenbar mit dieser Stelle fest verwurzelt. Gut, aber wir haben auch zwei sowas wie schlagende Herzen hier unten gesehen eben. Und zwar, das sind diese beiden, es ist aber auch, man kann irgendwie nichts mit der Karte anmachen, also... Da sind zwar so leuchtende Punkte, aber was die bedeuten, sagt einem keiner. Okay, wie gesagt, das ist eins von zweien. Ich würde jetzt, wenn sich nichts anderes ergibt, drauf schießen, aber erstmal gucken, ob hier noch irgendwo... Ah, okay, hier sind aber auch diese Wurzeln. Ist das das Herz des Baumes? Gee, okay, hier ist sonst nichts anderes. Außer getrocknetes Blut hier vorne anscheinend. Ach, ist schon ganz schön widerlich. Okay. Dann schieße ich einfach mal drauf. Puh, Mann. Okay. Nur gucken, dass keiner von hinten kommt. Ja, genau. Wo? Was? Wo? Ja. Kommen Sie ran. Jeder darf mal. Ich guck mal. Warte. Okay. Ich fürchte, die Viecher kommen immer weiter. Aha. Okay. Endlich vorbei. Also vermute ich, dass dieser Baum diese Viecher gespawnt hat. Also was heißt vermutet? Man hat's gesehen, aber... Okay, aber das war nur einer von zweien und ist oben jetzt von der Karte verschwunden. Hier ist nichts mehr. Dann machen wir das gleiche mit dem zweiten auch noch, würde ich behaupten. Hm. Oh. Muss zwischendurch jemand ein Schlückchen trinken, sonst... Nimm mir den Hals aus. Da ist noch Eisen. Das will ich haben. Jawohl. Zwei Eisen. Ach, noch eine Kiste. Okay. Wutstaub. Hm. Ich könnte mal Wutstaub einsetzen. Nachladen. Ein paar kleine wegmachen. So. Okay, das ging relativ einfach. Und jetzt sind beide davon weg? Beide dieser Herzen sind jetzt weg?
Aber so richtig was machen kann ich jetzt hier auch nicht. Moment, lag da was? Nee, war irgendwo eine komische Spiegelung. Tja, okay. Dann habe ich jetzt das erledigt. Wofür auch immer. Und würde einfach mal zu dem Wurzeltypen zurückgehen. Vielleicht haben sich die Wurzeln jetzt verzogen. Ansonsten scheint es hier nämlich nichts zu geben. Ich meine, ich habe auch alle Gänge schon abgesucht. Wo ging's nochmal? Hier ging's zu dem Wurzeltypen. Mal schauen, was der dazu sagt, dass ich die Wurzeln kaputt gemacht habe. Der freut sich bestimmt. Siehst du? Wusste ich. Wie der sich freut, guck mal. Will mich direkt umarmen. Alter. Was der sich gefreut hat, Mensch. Okay, der Saatkult stand da gerade rechts. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt irgendwas zu bedeuten hat, aber offenbar gibt es hier Leute, die die Saat verehren. Und die Saat ist repräsentiert durch Wurzeln? Aber ich kann trotzdem nichts machen. Okay, also Punkt 1, das hier ist ein komplett abgetrennter Teil der Kanalisation. Von dem anderen Teil, wo wir eben waren. Und er hat absolut keine Bewandtnis, wenn ich das richtig sehe. Das ist schade. Okay, Checkpoint verwenden. Wieder alles aufladen und risen. Und zwar Gewölbe verlassen. Jawohl. Okay, das heißt, wir müssen doch in die andere, in den anderen Gullideckel rein. Und uns mit diesen komischen Viechern auseinandersetzen. Alles klar. Achso, ich wollte noch eine Sache wollte ich noch machen. Ich habe doch 4 Eigenschaftspunkte habe ich. Damit kann ich Gesundheit erhöhen, Kondition erhöhen. Das möchte ich gerne. Und Reichweite der Gegnerwahrnehmung. Ach, weiß ich nicht. Machen wir das. 2 Eigenschaftspunkte. Die behalte ich mir nochmal in der Hinterhand, falls ich noch ein anderes eine andere Eigenschaft oder Fertigkeit bekomme, die man steigern kann. Oh, fuck me. Gegen den will ich eigentlich nicht nochmal kämpfen. Ich glaube, ich kann ihn umgehen. Oh. Indem ich hier durchschleiche. Vielleicht finde ich hier auch noch irgendwelche... Ich glaube, hier war ich schon. Au. So viel zum Durchschleichen. Ich glaube, der Dicke hat mich noch nicht gesehen. Bin ich beim letzten Mal ja auch durch. So, den ganzen Kram noch aufgesammelt. Gucken wir mal. Wir können den Dick natürlich auch bekämpfen. Das klappt ja. Aber wenn es nicht sein muss, würde ich mir das gerne ersparen. Hat er mich jetzt gesehen? Nee, oder nicht? Müssen wir noch? Okay, er hat mich gesehen. Okay. Alles gut. Die sind noch relativ harmlos.
Okay, ich glaube, wir sind an ihm vorbei. Ach. Oh. Den Weg hätten wir uns auch sparen können. Jetzt haben wir zwar etwas über den Saatkult, glaube ich, erfahren, aber... Hä? Was war ein... Okay, warte. Das war rot und eben sind gelbe Zahlen aufgeploppt. Heißt gelb Schwachstelle und rot kritisch, oder... Interpretiere ich hier da jetzt zu viel rein? Heißt gelb einfach nur war gut und rot heißt war super. Ne, du siehst mich nicht. Kann ich mich ducken? Nein. Oh. Au. Moment. Jeder kommt mal dran. Alle in einer Reihe aufstellen, jeder nur ein Kreuz. Okay, wir müssen also doch tatsächlich jetzt in die andere U-Bahn. Ich sag immer U-Bahn. Wir müssen erstmal in die Kanalisation. Von da aus wahrscheinlich dann in die U-Bahn, aber... Mann. Ist halt anstrengend. Ist aber nicht schlecht. Also das Kämpfen macht auch Spaß, muss ich sagen. Ist halt ein klassischer Third-Person-Shooter, aber... Man kann wenigstens ordentlich zielen, nicht wie bei diesen meisten Konsolen-Shootern, wo man so ungefähr in die Richtung zielen muss. Hier kann man richtig zielen. Also, nein, ich möchte momentan nicht reisen und wir gucken uns nochmal die Karte an, die wir schon freigeschaltet haben. Auch sehr linear. Auch sehr linear, aber irgendwie... Was riecht hier so? Okay, das klang gerade, als wäre jemand hinter mir. Da war doch gerade noch einer. Da. So, ich warte noch darauf, dass der Typ hinter mir wieder auftaucht. Denn wenn das Phantom wieder auftaucht, dann möchte ich den nicht mehr hinter mir haben. Beide gleichzeitig, glaube ich, ist eine schlechte Idee. Mit einem könnte ich es eventuell aufnehmen. Moment, hier kamen wieder viele kleine Viecher. Okay. Na, wie schmeckt dir das? Ah, da ist er nämlich. Nee, das ist er nicht. Das war er nicht. Wo ist er denn? Das war zwar ein relativ starker Gegner, aber nicht der, den ich eben hinter mir hatte. Er ist von hinten aufgetaucht. Das war bisher jedes Mal. Kommt er, wenn ich zu langsam bin, oder? Kann natürlich auch sein, dass die mich hier ein bisschen durchscheuchen wollen. Dass ich mir nicht zu viel Zeit lasse, aber... Ah, das gefällt mir nicht. Hier bin ich doch eben schon wieder gestorben. Ah, okay. Jetzt kann ich durch Wände gucken. Das war das F.
was ich die ganze Zeit vergessen hatte. Alter, wie viele Viecher sind denn hier? So, ganz kurz. Hinter mir ist niemand. Und, okay, da gibt's auch keine anderen Wege. Ey, ich hab doch eben noch geguckt, dass keiner hinter mir ist. Und dass es auch keine anderen Wege gibt. Das kann nicht wahr sein. Okay, jetzt ist wieder irgendwas passiert. Da schießt jemand. Da schießt jemand. Das gefällt mir nicht. Wer schießt denn da? Puh, okay. Das war übel. Okay, der war neu. What the fuck? Warum kommen denn hier immer wieder neue Sachen? Oh, nein, nein, nein. Na los, na los! Jetzt wollte ich mal ohne zu zielen schießen. Geht aber nicht. Okay, und der Typ, der mir eben hinterhergelaufen ist, der taucht jetzt gar nicht mehr auf? Ich verstehe es nicht. Ganz kurz. So weit bin ich gelaufen? Sonst wäre die Karte ja nicht aufgedeckt, oder? Obwohl, der deckt die Karte immer ein bisschen weiter vor auf, als ich, also weiter auf, als ich gelaufen bin. Mattierter Ring, muss ich gleich gucken. Da kommt wieder was. Da haben wir noch 86 Schuss, also Munition ist jetzt nicht so. Nicht so wahnsinnig knapp, wie sie mich das glauben machen wollten. Alter, ich bin tierisch paranoid. Ich gucke immer hinter mich, ob der Typ nicht wiederkommt. Ah, da ist schon wieder so ein... Hier war ich, genau. Hier war ich beim letzten Mal. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Genau, der soll mir nicht zu nahe kommen. Was liegt hier? Eisen. Okay, so weit war ich noch nicht... Ich bin mir gerade nicht sicher, ich wäre so ein Getrippel. Ob das in der Musik ist oder ob das im Spiel ist. Also. Ob wirklich irgendwelche Füße hier rumtrippeln. Okay, die Geräusche machen mich fertig, ganz ehrlich. Okay, es kann natürlich auch sein, dass dadurch, dass ich in der anderen Kanalisation, dass ich diese Herzen erledigt habe, dass deswegen jetzt keine mehr kommen. Keine, also nicht die Gegner mehr kommen, die mich beim letzten Mal fertig gemacht haben. Wobei die mit dem Maschinengewehr auch nicht ohne sind. Endlich vorbei.
Band des Wissens. Ah, da gibt's immer einen, genau, einen Eigenschaftspunkt. Warte mal, ich heile mich gerade mal. Ich bin nämlich jetzt relativ weit. Und ich habe eh drei von den Dingern. Also im Vergleich zum letzten Mal bin ich relativ weit. Okay, was haben wir denn hier? Ach du Scheiße. Okay, Sekunde. Hand ausschütteln. Ah, dann gucken wir nochmal ins Inventar. Was haben wir denn alles? Ne, Charakter hier. Ring der Dorn. Erhöht kritische Trefferchance. Erhält nach Töten eines Gegners 10 Sekunden lang 10 Punkte. Aha. Haben wir nix. Wir könnten... Schwachstellenschaden und kritischen Schaden. Ja, das habe ich nicht verstanden. Okay. Mir gefällt das hier nicht. Da ist es schon wieder, das Phantom. Okay, whoa, 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 whoa. Alter, was zum... Nein, okay, ciao. Ich geh. Okay, ich heile mich nochmal. So, komm ran. Also, ihn haben wir erwischt. Uiuiui, Sekunde, ich nehme mal die schwere Waffe. Ah, shit. Okay. Das war übel. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Und wir haben es noch nicht mal besiegt, das ist das Problem. Das hat ja nicht mal was gebracht. Oh, okay. Gut, gut. Ich habe keine Ahnung, was mit diesem Phantom los ist. Aber gut. Aber gut. Ein Stockwerk nach oben. Und es sieht so aus, als würden wir hier wieder rauskommen. Sieht sogar ganz stark danach aus. Okay, wir sind durch. Haben das Phantom zwar nicht erwischt, aber... Wir haben die Kanalisation erwischt. Oh. Ja, okay, wir sind doch noch nicht ganz durch. Okay, Checkpoint. Ich wollte noch irgendwas aufsammeln. Ich guck gerade nochmal. Ich werf mal einen Blick. Ich sollte, glaube ich... Oh je, das sieht nach Bossraum aus. Gut, dann... Setze ich mich doch mal an den Checkpoint. Okay, reisen. Wir gucken mal, wohin wir reisen können. Wir können zurück und wir können raus. Okay, Moment. Wenn wir Gewölbe verlassen, kommen wir dann komplett wieder oben auf die Straße? Ich fürchte ja, deswegen möchte ich das nicht machen. Okay, das Checkpoint-System habe ich bisher noch nicht ausgetestet. Das heißt, wenn ich jetzt das Spiel beende und neu lade, tauche ich dann hier wieder auf? Oder tauche ich dann bei Station 13 wieder auf? Wir werden es herausfinden, und zwar in der nächsten Folge. Und dann werden wir auch sehen, ob das da ein Boss ist oder wie, oder wieder was. Okay, ich bin nass geschwitzt, Kinders. Wie immer bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, lasst mir einen Daumen nach unten da. Und über einen Kommentar freue ich mich immer. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich brauche eine Pause. Alter Schwede.